Lieber Kurs, mit diesem Video begeben wir uns auf die letzte Station unserer Reise durch die Evolutionsgeschichte und widmen uns dabei einer Art ganz speziell, deren Evolution uns am meisten interessiert, deren Entwicklung uns am nahesten geht, da es die Art ist, die wir jeden Tag sehen, wenn wir uns im Spiegel betrachten. Es geht um die Evolution des Homo sapiens und damit um die Evolution des Menschen. Mit seinem Hauptwerk On the Origin of Species von 1859 hat Charles Robert Darwin ja schon großen Aufruhr erregt. Nicht nur in der wissenschaftlichen Welt, sondern auch in der philosophischen und theologischen Welt bis hin zur politischen Welt, da er das Menschenbild komplett auf den Kopf gestellt hat und auch das Bild, das der Mensch von der Natur hatte bis zu diesem Zeitpunkt. Er hat die Schöpfung in Frage gestellt und die Entwicklung der Arten gegenübergestellt. Und er war geschickt. Er hat nämlich der Menschheit in kleinen Dosen die erschreckenden Wahrheiten zu präsentieren gewusst, indem er den Menschen selber in seinem Hauptwerk On the Origin of Species nur andeutungsweise erwähnt hat, in folgender Passage: Licht wird auch fallen auf den Ursprung des Menschen und seine Geschichte. Mehr ist in The Origin of Species nicht zu lesen über die Herkunft des Menschen, da er Angst hatte, dass die Menschheit für diese Wahrheit vielleicht noch nicht bereit war. Deswegen brachte er ein Folgewerk heraus, einige Jahre später. Dieses Werk kam 1871, also 12 Jahre nach On the Origin of Species, raus und hatte den Titel The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, also die Abstammung des Menschen und die Selektion mit Blick auf die Sexualität. In diesem Werk hat Darwin nämlich nicht nur die Abstammung des Menschen erstmal in den Fokus genommen, sondern auch die sexuelle Selektion eingeführt, als das Konzept, das ja der natürlichen Selektion gegenüberzustellen ist. Und darauf kam er, oder er hat beides zusammengefasst in einem Werk, da er sich die Unterschiede zwischen den Menschen in Hautfarbe, Behaarung, Gesichtszügen nicht allein durch natürliche Selektion vorstellen konnte und daher die Verknüpfung mit der sexuellen Selektion hier gesucht hat. Natürliche Selektion wäre ja, dass Gesichtszüge, Behaarung, Hautfarbe als Antwort auf irgendeinen natürlichen Selektionsdruck sich hätte verändern müssen. Die sexuelle Selektion dagegen ist natürlich weiterführend, dass auch bestimmte Bevorzugungen des anderen Geschlechts hier diese Faktoren mit verändert haben könnte. Diese Publikation hatte eine solche Sprengkraft, dass die Times sogar ihre Leser vor den sozialen und religiösen Konsequenzen des Buches gewarnt hat. Und es gab viele Karikaturen in der Folgezeit, die Darwin verspottet haben. Diese eingangs erwähnte Darstellung zum Beispiel, wo Darwin einem Affen den Spiegel vorhält, in dem Fall steht der Affe für den gemeinsamen Vorfahr, oder auch diese Karikatur ist sehr bekannt geworden, in der Darwin mit Affenkörper dargestellt ist. Und damit wurde er dafür verspottet, dass er diese wahnsinnig bekloppte Forderung aufstellen konnte, dass der Mensch unter Umständen vom Affen abstammt, beziehungsweise gemeinsame Vorfahren mit dem Affen hat. Heute weiß das jedes Kindergartenkind. Früher war es eine wahnsinnige Provokation. Zu eurer Klarheit noch eine Richtigstellung, dass der Mensch vom Affen abstammt. Das ist korrekt. Man kann nämlich sagen, dass Menschen und auch heute lebende Affen gemeinsame Vorfahren haben, die ihrerseits Affen waren. Das ist korrekt, wenn wir aber jetzt sagen würden, der Mensch stammt vom Schimpansen ab, dann ist das falsch, da sich die heute rezent lebenden Schimpansen schon lange von der menschlichen Linie getrennt haben und sich unabhängig
entwickelt haben und nur eben der gemeinsame affenartige Vorfahr das letzte Verbindungsglied ist, das Menschen und Schimpansen haben. Zur Situation um Darwins Veröffentlichungen noch eine Anekdote, die sich so oder so ähnlich zugetragen haben soll und die in einem Dialog zwischen dem Bischof von Worcester, so wie ich es aussprechen würde, oder dem Bischof von Worcester, wie es die Sprachausgabe von Google empfiehlt, und seiner Frau zugetragen haben soll. Und zwar war es so, dass es langsam dann bekannt wurde, was Darwin da veröffentlicht hat, und die Frau des Bischofs soll dazu gesagt haben: Vom Affen sollen wir abstammen. Mein Lieber, wir wollen hoffen, dass das nicht wahr ist. Aber wenn es wahr ist, wollen wir beten, dass es sich nicht herumspricht. Es hat sich herumgesprochen und deswegen werfen wir jetzt einen Blick auf den Ursprung des Menschen im Reich der Tiere. Wir gehen weit zurück in unsere evolutive Geschichte und beginnen bei dem evolutiven Ursprung der sogenannten Primaten. Primaten, die wurden früher auch genannt Herrentiere. Der Mensch war so frei, wenn er schon Teil des Tierreichs sein muss, dann wenigstens Teil der Herrentiere sein darf. Auf Latein primus der Erste, das ist der Ursprung für diesen Begriff Primaten. Auch da wurde eine gewisse Rangfolge, zumindest namentlich, erteilt, damit der Mensch dann wenigstens bei den ersten Tieren dabei ist. Der evolutive Ursprung der Primaten wird heute vermutet bei ihm hier. Das ist Carpo lestes, ein kleiner baumlebender Insektenfresser. Dieses Tier hatte bereits typische Primatenmerkmale. Diese typischen Merkmale sind zum einen Greiffüße mit opponierbarer, gegengreifender Großzehe. Das kennt ihr auch von eurer Hand. Der Daumen ist opponierbar. Man kann ihn also gegen die anderen Finger stellen. Opposition dagegen, opponierbar dagegen stellend. So kann man sich das merken. Und damit können wir bestimmte Dinge besser greifen. So auch Carpo lestes. Der konnte nämlich mit dieser gegengreifenden Großzehe sich sehr gut an Zweigen festhalten. Hier sieht man es auch. Er greift schon so, wie man das von Affen her kennt. Zum anderen besaß er Nägel statt Krallen an den Zehen. Das kennen wir auch von uns. Wir haben Fingernägel, haben also keine typischen Krallen mehr. Auch das ein typisches Primatenmerkmal. Die komplette Gattung Carpo lestes ist am Ende der Kreidezeit ausgestorben, aber es gibt rezente Verwandte, die heute noch leben, und dazu zählen die Spitzhörnchen aus der Gattung der Scandentia, die noch bestimmte Ähnlichkeiten zeigen zu unserem Urahn Carpo lestes. Ausgehend von unserem Urahn Carpo lestes hat sich dann die Gruppe der Primaten weiterentwickelt, und das können wir hier in diesem Kladogramm erkennen. Haben hier die Zeitachse und hier die einzelnen Gruppen von Primaten, die sich dann aus unserem gemeinsamen Urahn heraus entwickelt haben. Als erste Schnittstelle sehen wir hier vor ungefähr 70 Millionen Jahren eine Aufspaltung in sogenannte Feuchtnasenprimaten und Trockennasenprimaten. Zur Gruppe der Feuchtnasenaffen, die früher auch Halbaffen genannt wurden, zählen die Lemuren. Hier seht ihr einen Katar. Und die Loris. Hier beispielhaft ein Plumpori. Feuchtnasenaffen haben ihren Namen erhalten durch ihren dauerfeuchten Nasenspiegel. Kann man sich so vorstellen, dass sie Nasen haben mit großen Nasenöffnungen und einer deutlich ausgeprägten Nasenschleimhaut, die auch äußerlich sichtbar zu einer Durchfeuchtung dieser Nase führen.
Dadurch, dass die Nase groß ist und durch diese Schleimhaut, die offen präsentiert wird, sehr viele Duftmoleküle daran hängen bleiben, ist es auch so, dass sie sehr gut riechen können. Ähnlich wie Hunde, die auch eine dauerfeuchte Nase haben, auch besser riechen können als wir, weil einfach mehr Duftmoleküle an einer Hundenase hängen bleiben können als an unserer Nase. Darüber hinaus zeichnen sich Feuchtnasenaffen aus durch häufige Mehrlingsgeburten. Das heißt, Zwillinge, Drillinge, Vierlinge sind bei Feuchtnasenaffen keine seltenen Ereignisse. Feuchtnasenaffen kommen in Afrika und Südostasien vor, dabei speziell auf Madagaskar. Auf dieser östlich von Afrika gelegenen Insel gab es eine adaptive Radiation der Feuchtnasenaffen und das führt dazu, dass es diese große Vielfalt von Lemuren auf Madagaskar gibt. Die Trockennasenaffen wurden früher abgegrenzt gegenüber die Halbaffen als echte Affen und zu ihnen gehören die Koboldmakis, die Neuweltaffen und die Altweltaffen. Näheres zu dieser Aufteilung im Folgenden. Und sie sind namensgebend benannt nach ihrem trockenen Nasenspiegel mit dem damit einhergehenden schlechteren Geruchssinn. Darüber hinaus sind sie aber auch charakterisiert durch ihre geringe Fortpflanzungsrate, die dann ökologisch kompensiert wird durch eine lange Lebensdauer. Ansonsten ist ein Merkmal der Trockennasenaffen ihr komplexes Sozialverhalten, was eine gewisse Intelligenz voraussetzt, den Trockennasenaffen gegeben durch ihr großes Gehirn. Vor 50 Millionen Jahren hat sich jetzt eine weitere Spaltung ergeben, nämlich zwischen den eben schon erwähnten Neuweltaffen und den Altweltaffen. Zu dieser Spaltung kam es dadurch, dass ein Teil der afrikanischen Population, also aus der alten Welt, nach Südamerika gelangt sind, also in die neue Welt. Sehr wahrscheinlich an Bord von größeren Bäumen, die übers Meer trieben und die Affen lebend bis Südamerika bringen konnten. War damals noch etwas leichter möglich als heute, weil die Kontinente Afrika und Südamerika noch näher beieinander lagen. Hier seht ihr einen Brüllaffen als typischen Vertreter eines Neuweltaffen, der wie alle 69 Neuweltaffen zu den Platyrrhini gezählt wird, also zu den Breitnasen, weil er einen breiten, knöchernen Steg zwischen den Nasenlöchern trägt. Ein weiteres Merkmal der Neuweltaffen ist, dass sie alle über einen langen Greifschwanz verfügen, mit dem sie zugreifen und sich festhalten können. Das ermöglicht ihnen die baumlebende Lebensweise, die alle Neuweltaffen zeigen. Als typisches Beispiel für die Altweltaffen seht ihr hier einen Pavian. Der zählt wie alle Altweltaffen zu den Katarrhini, zu den Schmalnasen, weil er einen schmalen, knöchernen Steg zwischen den Nasenlöchern trägt, als einendes Merkmal für die Altweltaffen. Dazu kommt, dass keine Art über einen Greifschwanz verfügt, also keine Art hat einen Schwanz, mit dem sie sich festhalten kann. Und was die Lebensweise betrifft, ist es auch so, dass es da so ist, dass es sowohl baumlebende als auch bodenlebende Arten gibt. Die nächste Aufspaltung im Stammbaum der Primaten sehen wir hier vor ungefähr 40 Millionen Jahren. Da haben sich nämlich die Meerkatzenartigen von den Gibbons und den Menschenaffen getrennt. Man spricht auch davon, dass es eine Spaltung gab in geschwänzte Altweltaffen und Menschenartige. Die geschwänzten Altweltaffen hier nochmal gezeigt durch den Mandrill, der noch sichtbar über einen Schwanz verfügt, und die Menschenartigen hier dargestellt exemplarisch vom Gorilla, der keinen Schwanz mehr zeigt. Um den nächsten Aufspaltungsprozess zu zeigen, wähle ich eine andere Abbildung. Hier sehen wir jetzt nur noch die Menschenartigen und haben hier auch eine zeitlich feinere Auflösung.
Und wir sehen, dass vor ungefähr 9 Millionen Jahren sich eine weitere Spaltung ergeben hat. Und zwar haben sich die Menschenartigen hier aufgespalten in einen asiatischen Zweig, heute vertreten durch Orang-Utan und Gibbon, und in einen afrikanischen Zweig, heute vertreten durch Gorilla, Schimpanse, Zwergschimpanse und den Menschen. Die letzte Spaltung, die wir uns im Primatenstammbaum ansehen, ist diese Spaltung, die sich vor 6 Millionen Jahren ergeben hat. Diese Spaltung bestand in der Trennung der Hominoiden, der großen Menschenaffen, und der Hominiden, also dem Zweig, der zum modernen Menschen, zu Homo sapiens führte. Achtung, Verwechslungsgefahr: Hominoide, große Menschenaffen, Hominide, Vertreter des Zweigs, der zum Menschen führt. Von daher kann gesagt werden, dass die Evolution des Menschen im engeren Sinne vor 6 Millionen Jahren begann, nämlich genau zu dem Zeitpunkt, als sich die ersten Hominiden von den großen Menschenaffen evolutiv trennten. Wenn es um die Evolution des Menschen geht, kennt ihr vielleicht von Büchern, Plakaten oder T-Shirts diese Abbildung hier. Manchmal auch künstlerisch leicht variiert, etwa in dieser Form oder auch dieser Form. Was aber jeweils diesen Abbildungen gemein ist, dass es immer so aussieht, als gäbe es eine Linie, die von unseren Vorfahren zum modernen Homo sapiens führt. So einfach ist es aber gar nicht, wenn wir jetzt einen Blick auf den Stammbaum des Menschen werfen. Hier sehen wir nämlich, wie es wirklich aussieht mit der Evolution unserer Art. Wir sehen nämlich hier in diesem Balken jeweils eingezeichnet Arten von Hominiden, die existiert haben, eine einzige Art, die noch existiert. Und wir sehen hier eine Linie eingezeichnet, das heißt eine stammbaumartige Darstellung, wo die Abstammung der einzelnen Arten voneinander versucht wurde zu rekonstruieren. Und wir sehen, dass es auch Sackgassen in der Hominiden-Evolution gab, dass es also keine direkte Linie gibt von unseren äffischen Vorfahren hin zum Homo sapiens, sondern es gibt Seitenzweige und auch blind endende Sackgassen der Entwicklung. Von daher wird oft wird deswegen auch nicht vom Stammbaum des Menschen gesprochen, sondern vom Stammbusch. Definiert ist das Ganze botanisch dadurch, dass ein Baum ein Gewächs ist mit einer zentralen Achse, während ein Busch ein Gewächs ist mit mehreren parallel stehenden Achsen. Und deswegen ist der Begriff Stammbusch des Menschen in den Augen vieler Wissenschaftler angemessener als der Begriff Stammbaum. Neben der Schwierigkeit, dass wir es mit einem Stammbusch zu tun haben, kommen noch weitere Probleme bei der Stammbaumerstellung der Hominiden dazu. Das erste Problem ist, wir haben nur eine sehr geringe Zahl an fossilen Funden. Das Ganze führt jetzt zu folgendem Problem, dass wir ein komplettes Bild erkennen wollen, also das komplette Bild der Menschwerdung. Und das basiert auf nur wenigen Puzzleteilen, die wir bisher gefunden haben. Und wenn wir jetzt ein Puzzle haben, von dem wir wissen, dass es aus sehr vielen Teilen besteht, wir aber nur einige wenige kennen, können wir natürlich ein Bild uns vorstellen, das sich ergibt, wenn wir die vorhandenen Puzzleteile zusammensetzen, aber bestimmte Puzzleteile, die dazwischen liegen, kennen wir nicht, können uns nur vorstellen, was wohl dazwischen liegen müsste, um das Bild zu vervollständigen. Ein weiteres Problem bei der Rekonstruktion unserer evolutiven Geschichte ist die Schwierigkeit der Artendefinition. Bestimmte fossile Funde können nicht einfach einer gemeinsamen Art zugeordnet werden, weil die biologische Abgrenzung als Fortpflanzungsgemeinschaft, haben wir kennengelernt bei der Artendefinition, dass Arten Fortpflanzungsgemeinschaften sind. Und ob sich jetzt zwei Funde oder zwei Menschen, die Funde hinterlassen haben, miteinander
fortpflanzen konnten. Das können wir natürlich rückwirkend nicht mehr rekonstruieren und sind bei der Abtrennung einzelner Arten darauf angewiesen, morphologische Unterschiede heranzuziehen. Also Unterschiede beim Gehirnvolumen, Unterschiede beim Gebiss, generell Unterschiede im Bau bestimmter Knochen. Das ist das Einzige, was wir verwenden können, um Arten voneinander abzugrenzen. Hier ergibt sich aber jetzt auch ein neues Problem, weil natürlich sich das Gehirnvolumen nicht nur zwischen Arten unterscheidet, sondern es auch individuelle Unterschiede innerhalb der Population einer Art gibt. Und von daher haben wir eine unscharfe Abgrenzung oft bei Arten, weil diese morphologischen Unterschiede tatsächlich innerhalb der gleichen Art deutlich variieren können. Dazu kommt, dass alle paar Jahre wir den Nachrichten entnehmen können, dass ein neuer Hominide gefunden wurde, irgendwo auf der Welt, und dass deswegen die evolutive Geschichte des Menschen neu geschrieben werden muss. Das bedeutet, ein einziger neuer Fund kann das komplette bisher aufgestellte System auf den Kopf stellen. Von daher beschränken sich die meisten Lehrbücher auf das als gesichert geltende Wissen über unsere Herkunft. Und auch ich werde mich in diesem Video auf die Stationen begrenzen, die als gesicherte Stationen unserer Entwicklung gelten. Und dabei werden wir uns vor allen Dingen 5 Stationen näher ansehen. Und das sind folgende Arten: Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis und Homo sapiens. Den Überblick über unsere Vorfahren und über die Stammeslinie des Homo sapiens beginnen wir weit unten im Stammbaum, da wo sich die Entwicklungslinien der Menschenartigen, der Hominiden und der Schimpansen als unserer nächsten Verwandten im Tierreich getrennt hat. Und die erste Gattung, die wir uns hier ansehen, ist die Gattung Australopithecus, und wir sprechen in dem Zusammenhang auch von den Australopithecinen. Von den Australopithecinen sprechen wir, weil mehrere verwandte Gattungen mittlerweile zu den Australopithecinen gerechnet werden, die früher eigenen Gattungen zugeordnet waren. Der vollständigste Fund eines Australopithecus gelang 1974 in der Afar-Wüste, gelegen auf dem Staatsgebiet von Äthiopien. Und dieser Fund eines Australopithecus bekam den Namen Australopithecus afarensis. Kommt sprachlich von lateinisch australis, südlich, und griechisch pithecos, Affe. Australopithecus ist also wörtlich übersetzt der Südaffe aus der Afar-Wüste. 40% eines Australopithecinen-Skeletts konnte 1974 ausgegraben werden. Das sieht jetzt hier in der Übersicht erstmal nicht nach viel aus. 40%, das ist für Hominiden aber eine wahnsinnige Vollständigkeit, wo man sehr viele Informationen über Lebensart und Lebenswandel unserer Vorfahren herauslesen konnte. Dieser Fund hat einen berühmten Spitznamen bekommen, der sich der Legende nach darauf zurückführen lässt, dass die Anthropologen, die diese fossilen Knochen freilegten, anschließend am Lagerfeuer saßen und überlegten, wie nennen wir jetzt unseren Fund? Und dabei half ihnen ein Lied, das sie im Radio hörten. Und somit bekam dieser Fund den Spitznamen Lucy. Lucy selbst starb als junge Frau, das konnte aus dem Skelett heraus gelesen werden. Der Fund selber ist aber nicht jung, sondern wurde auf ein Alter von 3,2 Millionen Jahre datiert.
Ihre Größe lag bei 1,35 Meter und Ihr Gehirn hatte ein Volumen von 350 Kubikzentimetern und lag damit in einer Größenkategorie vergleichbar mit heutigen rezenten Schimpansengehirnen. Das sind im Übrigen oft die Kategorien, nach der Funde eingeteilt werden. Das Alter ist eine wichtige Kenngröße, dann die Größe der jeweiligen Individuen und vor allen Dingen die Gehirngröße, weil damit natürlich sehr viel zusammenhängt, auch für die mentale Leistungsfähigkeit unserer Vorfahren. Lucys Schädel, der nur fragmentarisch gefunden wurde, wurde komplett rekonstruiert. Hier sieht man die dunklen Bestandteile dieses Schädels sind jeweils die, die gefunden wurden. Das helle ist das, was ergänzt wurde. Aus Berechnungen wurde ermittelt, wie der Rest des Schädels ausgesehen haben muss. Ebenfalls wurde ermittelt anhand von Vergleichen mit anderen Funden und der Biophysik, wie Lucy wohl ausgesehen hat. Und da kam man rekonstruierterweise auf dieses Erscheinungsbild. Alles natürlich sehr spekulativ, da das hier gefunden wurde. Und es wurden natürlich keine Haare gefunden und es wurde auch kein Bindegewebe gefunden. Aber biophysikalische Berechnungen, die zum Beispiel berechnen, wie dick muss das Bindegewebe sein oder wie dick waren hier wahrscheinlich die Muskeln, wenn diese Knochen die entsprechende Stärke hatten, das kann berechnenderweise die Grundlage sein für solche Rekonstruktionen. Spekulativ, aber so können wir uns vorstellen, wie Lucy tatsächlich aussah, als sie noch lebte. Für die erste Abzweigung der Hominiden aus dem Tierreich, für die Hominiden, wurde mal folgende Aussage getroffen, wie ähnlich sie uns wirklich sind. Und diese Aussage ist die, dass sie vom Hals aufwärts eher affenähnlich waren, vom Hals abwärts allerdings eher menschenähnlich. Und das liegt hauptsächlich an der bipeden Fortbewegungsweise, die ihnen unterstellt wird. Biped, bi2pedis, der Fuß, also zweifüßige Fortbewegungsweise. Man könnte auch sagen, der aufrechte Gang, der wird den Australopithekinen unterstellt. Zum einen auch hier wieder, weil biomechanisch das Skelett betrachtet wurde, zum anderen aber auch wegen diesem Fund, der gemacht wurde. Und hierbei handelt es sich nicht um Abdrücke von fossilen Knochen, sondern um Abdrücke von Füßen. Dieser berühmte Fund ist nämlich bekannt geworden als die Fußspuren von Laetoli. Und was wir hier herauslesen können, ist, dass hier zwei Vorfahren unterwegs waren, jeweils auf zwei Beinen, ein größeres Individuum und ein jüngeres Individuum. Es wird vermutet, dass es sich um ein ausgewachsenes und ein nicht ausgewachsenes Exemplar gehandelt hat. Andere Anthropologen vermuten, dass es sich nicht um einen Erwachsenen und um ein Kind gehandelt hat, sondern um ein männliches und weibliches Exemplar, könnte dann so ausgesehen haben. Da bei den Australopithekinen der Sexualdimorphismus noch relativ ausgeprägt war, dass hier also die Männchen noch deutlich größer waren als die Weibchen, was dafür sprechen könnte, dass die weniger tiefen Fußspuren hier einem Weibchen zugesprochen werden können und die tieferen Fußspuren einem Männchen. Ihr seht schon, ich verfalle in den Sprech von Männchen und Weibchen, da wir geneigt sind, das hier noch nicht als Mensch zu sehen, sondern da noch relativ viel Tier drin zu erkennen. Und deswegen habe ich auch gerade mich dazu verleiten lassen, von Männchen und Weibchen zu sprechen. Wenn es jetzt um die anatomischen Anpassungen geht, die der Mensch durchlaufen hat, bis hin zu seiner heutigen anatomischen Bauweise und seiner Lebensweise, gucken wir uns jetzt die Änderungen im Extrem an. Und zwar, indem wir uns das ansehen, wie es bei Homo sapiens, beim Menschen anatomisch bestellt ist und wie es bei
Pan Troglodytes, dem Schimpansen, anatomisch aussieht. Bezogen auf den aufrechten Gang, der ja bei den Australopithekinen das erste Mal evolutiv beobachtet werden kann, gucken wir uns zunächst an, wie sich die Wirbelsäule verändert hat. Bei Menschen seht ihr, dass die Wirbelsäule einen doppelten Knick hat. Man spricht auch davon, dass die Wirbelsäule doppelt S-förmig ist, weil das aussieht wie ein doppeltes S. Das wirkt wie eine Feder und federt tatsächlich die komplette Masse des Menschen beim Gehen auf zwei Beinen ab. Der empfindliche Schädel mit dem Gehirn darin bekommt weniger Stöße ab. Von daher ist diese federartige Wirbelsäulenform ein deutlicher biophysikalischer Vorteil. Beim Schimpansen sieht die Wirbelsäule so aus. Da haben wir einen Knick in der Wirbelsäule oder einen Bogen, der nicht doppelt federartig gebogen ist, sondern nur einen einfachen Bogen zeigt, und der ist damit biophysikalisch perfekt ausgelegt, um beim quadrupeden Gang, also beim Gang auf vier Füßen, maximale Stabilität zu bieten. Abgefedert werden muss da nichts, weil weniger Stöße auf den Schädel gehen wie beim Gang auf zwei Beinen. Auch der Oberschenkel hat eine Veränderung durchlaufen. Der sieht nämlich beim Menschen so aus, dass die Oberschenkel senkrecht unter den Beckenknochen stehen. Beim Schimpansen sieht es dagegen so aus, dass die Oberschenkelknochen abgewinkelt unter den Beckenknochen stehen. Affen haben also immer eine leichte, wir würden vielleicht sagen, O-beinige Haltung, weil dieser Winkel nicht komplett so unter dem Beckenknochen liegt wie beim Menschen. Das Becken selbst hat auch eine Veränderung durchlaufen. Das ist beim Menschen eher schüsselförmig gebaut, relativ eng. Beim Schimpansen ist es weniger gewölbt und dafür weiter gestreckt. Dafür ist auch hier die Beckenöffnung etwas größer in der Relation beim Schimpansen, als es das beim Menschen ist. Und das hat einen Selektionsdruck auf den Menschen ausgeübt. Dadurch, dass das Becken, damit das hier biophysikalisch mit den Oberschenkeln und deren Ansatzstellen gut klappt, damit das biophysikalisch stabil ist, musste das Fenster hier verkleinert werden. Der Selektionsdruck war dann, dass möglichst kleine Nachkommen geboren werden müssen mit einem möglichst kleinen Kopf, damit das Baby überhaupt noch durch das Becken hindurch passt. Das heißt, der Mensch wurde evolutiv dazu gezwungen, eine sogenannte physiologische Frühgeburt zur Welt zu bringen. Und das ist tatsächlich so. Menschliche Babys kommen im Prinzip zu früh zur Welt. Sie können noch viel weniger, als das Schimpansenbabys können. Die können sich nämlich ziemlich schnell nach der Geburt an der Mutter festkrallen und die Mutter kann mit den Jungtieren durch das Gehege im Zoo oder durch die Savanne streifen. Ein menschliches Baby, mit dem man das probieren würde, würde sofort abstürzen. Und es ist so, dass das menschliche Baby das nicht kann, weil es noch nicht so weit ist von der Entwicklung her. Und dass das menschliche Baby noch nicht so weit ist von der Entwicklung, hängt damit zusammen, dass es früher geboren werden muss, mit einem kleineren Kopf, damit es überhaupt noch durch dieses enge Becken hindurch kann. Deswegen ist auch im Übrigen der Mensch das einzige Tier, was tatsächlich Geburtsschwierigkeiten hat und kein Nachkomme auf die Welt kommen kann, wo nicht ein anderes Individuum der Population mithilft, es herauszuziehen und auf die Welt zu bringen. Auch das Folge des engen Beckens durch die Stabilität, die benötigt wird für den aufrechten Gang. Mit Blick auf das sogenannte Hinterhauptloch hat sich ergeben, dass dieses beim Menschen hier in diesem Bereich liegt, also relativ
zentral, während es beim Schimpansen in diesem Bereich liegt, also relativ weit hinten im Schädel. Und das liegt daran, dass das Hinterhauptloch die Ansatzstelle ist für die Wirbelsäule und es stellt die Verbindung her zwischen Wirbelsäulen und Schädel. Das bedeutet, dass beim aufrechten Gang es von Vorteil ist, wenn der Schädel in entspannter Position auf der Wirbelsäule sitzt und dabei der Mensch entspannt nach vorne gucken kann. Während es beim vierfüßigen Affen von Vorteil ist, wenn das Hinterhauptloch weiter hinten liegt, damit er, wenn er vierfüßig unterwegs ist, entspannt nach vorne gucken kann, ohne dass eine schmerzhafte Verdrehung von Wirbelsäule und Schädel die Folge ist. Bei diesem Skelett handelt es sich übrigens nicht um einen Schimpansen, sondern um einen Rhesusaffen. Aber von der Anatomie her dem Schimpansen sehr ähnlich. Zuletzt wurde noch der Fuß als Anpassung an den aufrechten Gang umgestaltet. Und zwar ist der beim Menschen so konstruiert, dass es ein Fußgewölbe gibt. Das heißt, das Skelett des Fußes ist leicht gewölbt, was die Stabilität erhöht. Das kennt ihr vielleicht noch aus der 5. Klasse, der Versuch, Stabilität von Bögen gegenüber der Stabilität von flachen Strukturen. Wenn etwas gebogen ist, kann es die Kräfte besser abfangen und ist insgesamt stabiler. Deswegen gibt es überall da in der Architektur, in der Technik oder eben auch in der Anatomie Bögen, da wo es stabil sein muss. So auch beim Fuß. Beim Schimpansen ist es dagegen so, dass das Fußskelett flach ist, weil er weniger Kräfte auffangen muss, da das Gewicht auf 4 und nicht nur auf 2 Füße verteilt liegt. Und deshalb hat sich dort die flache Form mit mehr Grip, weil mehr Bodenkontakt vorliegt, durchgesetzt. Ebenfalls verändert hat sich der große Zeh. Der ist nämlich beim Menschen und seinen zweibeinigen Vorläufern nicht mehr abspreizbar, während er beim Schimpansen noch komplett abspreizbar ist, als Anpassung des Fußes, als Greiffuß. Der Schimpanse kann also sehr gut mit den Füßen greifen, kann sich mit den Füßen über Äste hangeln. Das können wir nicht mehr. Unser dicker Zeh ist nicht mehr abspreizbar. Das bewahrt uns aber zum einen davor, dass wir uns beim Laufen aus Versehen auf den dicken Zeh treten. Und es sorgt dafür, dass wir unsere Zehen sehr viel besser abrollen können und sehr viel besser die Kraft der Muskeln auf die Straße bringen können. Oder auf den Savannengrund. Jetzt bleibt nur noch eine Frage zur Evolution des aufrechten Gangs zu klären, nämlich, worin liegt der Sinn dieses evolutiven Novums? Warum sind die Australopithekinen dazu übergegangen, auf zwei Beinen zu laufen und nicht weiter wie ihre Vorfahren auf vier Beinen? Da gibt es verschiedene Hypothesen. Die eine ist die, wer auf vier Beinen unterwegs ist, kann nichts tragen mit den Beinen, mit den Händen, mit den Füßen. Deswegen müssen auch Schimpansenbabys sich auf den Rücken der Mutter festkrallen. Wer dagegen auf zwei Beinen unterwegs ist, hat die Hände frei und kann Gegenstände transportieren. Verwendung von Werkzeug ist also deutlich einfacher bei zweibeiniger Fortbewegung. Die zweite Hypothese für den Vorteil des aufrechten Ganges ist die, dass ein aufrecht stehendes Wesen besser in die Ferne blicken kann als ein vierfüßiges Wesen und von daher einen Selektionsvorteil haben könnte, weil potenzielle Fressfeinde schneller gesehen werden können. Man kann also schneller flüchten oder man kann auch schneller und besser potenzielle Beutetiere erspähen. Von daher der Vorteil bei der Jagd hätte es sein können, der den aufrechten Gang bevorzugt hat im evolutiven Sinne. Für die dritte Hypothese müssen wir uns in die ostafrikanische Savanne versetzen, da wo Australopithecus erstmals evolviert ist und
Dort ist es sehr heiß. Erdgeschichtlich war es so, dass durch das Zurückweichen der Wälder in Ostafrika sich die Savannenlandschaft ausgebreitet hat in der Zeit, in der die Australopithekinen evolviert sind. Von daher musste eine Antwort gefunden werden auf die große Hitze in dieser baumlosen oder baumarmen Landschaft, die vom Boden her aufsteigt. Und da bietet der aufrechte Gang einen Vorteil, weil wir dadurch der aufsteigenden Hitze weniger Angriffsfläche bieten, zum anderen dem abkühlenden Wind mehr Angriffsfläche bieten. Und auch was die Sonneneinstrahlung, die von oben auf uns einwirkt, hat der aufrechte Gang einen Vorteil, weil auch hier die Angriffsfläche geringer ist, dass nur Kopf und Schultern in der Mittagszeit von den UV-Strahlen frontal getroffen werden können. Und das ist übrigens auch der evolutive Grund, warum wir Haare auf dem Kopf haben, weil das die einzige Stelle ist, wo in der Mittagszeit die Sonnenstrahlen frontal auftreffen. Soweit der Exkurs zum aufrechten Gang und jetzt gehen wir zurück zur Geschichte der Australopithekinen und in die Stammesgeschichte des Menschen. Lucy ist die große Prominente unter den Funden. Mittlerweile wurden aber über 100 Fossilien von Individuen gefunden aus der Gruppe der Australopithekinen. Und dabei ist es bislang noch nicht ganz genau bekannt, wie viele Arten unter all diesen Funden sind. Was als gesichert gilt mittlerweile, ist lediglich, dass es grazile Formen der Australopithekinen gab und sogenannte robuste Formen. Unter den robusten Formen ist vor allen Dingen er hier zu nennen. Er sieht tatsächlich robust aus, hat den Art- und Gattungsnamen Paranthropus boisei bekommen. Darin steckt Para, neben, und Anthropos, Mensch, das heißt der Nebenmensch. Und er bekam auch noch einen Beinamen, nämlich Nussknackermensch. Das wird mit Blick auf den Schädel auch nochmal deutlich, warum er diesen Spitznamen bekommen hat. Es liegt an der enormen Kaumuskulatur, die vermutet wurde. Und den extrem stabilen Kiefern. Tatsächlich wie ein Nussknacker hatte er ganz stabile Kieferladen und auch hier ganz stabile Ansatzstellen für Kaumuskeln, weshalb die enorme Kaumuskulatur, die natürlich fossil nicht erhalten ist, die aber auch hier wieder biophysikalisch vermutet werden kann, dann hier sehr wahrscheinlich dran angesetzt hat. Wenn wir jetzt hier nochmal auf den Stammbaum sehen und hier Paranthropus boisei suchen, werden wir feststellen, wir finden ihn nicht, aber wir finden hier Australopithecus boisei und das hängt damit zusammen, dass in jüngerer Zeit er einen neuen Gattungsnamen verpasst hat, weil festgestellt wurde, dass Paranthropus sehr wahrscheinlich keine eigene Gattung ist, sondern Teil der Gattung Australopithecus. Und so sehen wir hier Australopithecus boisei, der zusammen mit anderen Arten aus der Gattung Australopithecus vor 2,5 bis 1 Million Jahren Afrika bewohnt hat. Australopithecus boisei war als Vertreter der sogenannten robusten Australopithekinen physisch sehr gut angepasst an seinen Lebensraum und seine Lebensweise. Das hatte allerdings die Konsequenz, dass ein geringer Selektionsdruck nur darauf gelastet hat, sein Gehirn weiterzuentwickeln. Und das hat vermutlich dazu geführt, dass die robuste Linie der Australopithekinen vor ca. 1,5 Millionen Jahren ausgestorben ist. Und dies lässt den Schluss zu, dass sehr wahrscheinlich der andere Zweig, die sogenannten grazilen, zarten Australopithekinen, die Vorfahren der Gattung Homo sind und damit in der direkten Linie stehen, die schließlich zu Homo sapiens führte.
Der erste fossile Fund, der dann die Gattung Homo begründet hat, war ein Fund am Rudolfsee in Kenia im Jahr 1972. Und deswegen bekam dieser Fund oder diese Art des Hominiden auch den Namen Homo rudolfensis, der Mensch vom Rudolfsee. Hier die Rekonstruktion und hier der Teil des Schädels, der tatsächlich gefunden wurde. Der helle Teil hier ist wieder rekonstruiert. Und der Fund ist hierbei 2,5 Millionen Jahre alt. Homo rudolfensis war sehr wahrscheinlich 1,45 Meter groß und sein Gehirn war schon deutlich größer als das von den Australopithecinen, nämlich mit 750 Kubikzentimetern, fast doppelt so groß und damit doppelt so groß wie das Gehirn eines Schimpansen. Und das hat die frühen Anthropologen dazu bewogen, ihn schon der Gattung Homo zuzuschreiben. Der nächste relevante Vertreter der Gattung Homo ist Homo habilis, heißt so viel wie geschickter Mensch, gefunden 1960 in der Olduvai-Schlucht in Tansania. Hier seht ihr die Rekonstruktion, hier das Fossil, so wie es gefunden wurde. Und dieses Fossil wurde auf ein Alter datiert von 2 bis 1,5 Millionen Jahre Alter. Er hatte eine Körpergröße von 1,45 Meter und ein Gehirn von 650 Kubikzentimeter. Sowohl Homo rudolfensis als auch Homo habilis hatten ziemlich lange Arme und dabei vergleichsweise kurze Beine. Kommt hier bei dem Modell nicht ganz so gut durch, aber es wird davon ausgegangen, dass sie insgesamt einen eher affenartigen Körperbau hatten. Trotzdem wurde für sie die neue Gattung Homo Mensch aufgemacht und das hatte folgenden Grund. Sie waren nämlich als erste Vertreter in der Lage, Werkzeuge herzustellen und Werkzeuge zu benutzen. Und das war eben das ausschlaggebende Kriterium, sie in die Gattung Homo, lateinisch Mensch, zu stellen. Mit Blick auf unseren Stammbaum sehen wir hier auch Homo habilis, der im Verdacht steht, in der direkten Linie zu stehen und damit die Australopithecinen mit dem Homo erectus zu verbinden, zu dem wir gleich noch kommen. Auf dem Weg zum Homo erectus ist aber wahrscheinlich noch eine weitere Entwicklungsstufe dazwischen geschaltet, die sich auf einen Fund beruft aus dem Jahr 1984 am Turkana-See in Kenia. Wurde nämlich der Turkana-Boy gefunden. Boy deswegen, weil es vermutlich ein junger Mensch war, der dort fossilierte. Und der Fund ist 2 Millionen Jahre alt. Er war erstaunlich groß, mit 1,84 Meter. Und auch das Gehirn war deutlich größer als das der Vorgängerarten aus der Gattung Homo. Und er bekam den Beinamen Homo ergaster. Da drin steckt das lateinische Wort ergaster für Handwerker. Und das bekam er deswegen zugeschlagen, da er als der Erfinder des Faustkeils gilt. Hier seht ihr die Rekonstruktion, hier den Fund und mit Blick auf die Rekonstruktion haben wir ja schon fast das Gefühl, dass uns hier ein Mensch entgegenblickt, der uns gar nicht mehr so fern ist. Das zeigt sich auch in einigen Merkmalen. Er hatte nämlich eine moderne Arm-Bein-Proportion, war also nicht mehr ganz so affenartig wie Homo rudolfensis und Homo habilis. Und er hatte vor allen Dingen eine eher spärliche Behaarung.
für uns ja das Hauptkriterium, wenn wir an Urmenschen denken, dann denken wir immer an haarige, affenartige Figuren, aber er war eben spärlich behaart. Aber er zeigte dennoch auch alte Merkmale, die als weniger modern gelten im evolutiven Sinne. So war es zum Beispiel so, dass er eine fliehende Stirn hatte, also eine flache Stirn. Dann hatte er kräftige Überaugenwülste und er hatte, das sieht man auch an dieser Schädelrekonstruktion, er hatte kein Kinn. Mit Blick auf den etwas vereinfachten Stammbaum, der ja der Übersicht halber nur die relevanten Schnittstellen zeigt, sehen wir jetzt, dass wir über den Homo habilis zum Homo erectus kommen. Homo erectus, lateinisch, auf Deutsch der aufrechte Mensch. Dessen Fossilien wurden 1894 erstmals gefunden auf der Insel Java, Indonesien. Und deswegen wurde er auch als Java-Mensch bezeichnet. Bekam aber zunächst einen Artnamen, der hieß Pithecanthropus erectus. Bedeutet auf Deutsch so viel wie der aufrechtgehende Affenmensch. Die Gattung Homo war zur Zeit des Funds noch nicht beschrieben. Schädel von ihm sah folgendermaßen aus. Hier sehen wir auch wieder das, was tatsächlich gefunden wurde und das, was dazu rekonstruiert wurde. Und die weitergehende Rekonstruktion sieht dann so aus. Und der Fund war 1,5 Millionen Jahre alt und er war groß, 1,70 Meter. Das Gehirn war ebenfalls vergleichsweise groß mit einem Volumen von 950 Kubikzentimeter. 1927 wurde ein weiterer Fund gemacht in Peking, China. Und dieser Fund wurde als Sinanthropus pekinensis bezeichnet, also der Chinamensch aus Peking. Ihr seht also, die beiden Artbezeichnungen waren anders und auch gleichzeitig die Gattungsbezeichnungen waren andere, Sinanthropus und Pithecanthropus. Von daher muss man sich immer wieder vorstellen, dass in der Zeit, wo die Funde gemacht wurden, 1874, der Pithecanthropus und 1927 der Sinanthropus. Da war die Gattung Homo noch gar nicht beschrieben und deswegen wurde es später erst so sortiert, dass beide Funde zusammen mit afrikanischen Funden, die in der Zwischenzeit gemacht wurden, zur Art Homo erectus zusammengefasst wurden. Die beiden Gattungen oder Arten Sinanthropus pekinensis und Pithecanthropus erectus tauchen nicht mehr auf. Es wurde einfach neu einsortiert von den Systematikern. Hier im Modell wurde es aufgegriffen. Homo erectus war der erste Hominide, der das Feuer beherrschte. Das konnte rekonstruiert werden, da in der Nähe der fossilen Knochenfunde auch verkohlte Knochenreste von Beutetieren gefunden wurden und deswegen lag die Vermutung nahe, dass das kein Zufall war, sondern dass er tatsächlich das Feuer beherrschte. Das Feuer beherrschte soll heißen, er ist nicht mehr weggelaufen, wenn es irgendwo gebrannt hat, sondern er hat gelernt, das Feuer zu nutzen und sogar das Feuer selber zu entzünden mit bestimmten Hilfsmitteln. Und das Feuer konnte er nutzen, um sich vor Tieren zu verteidigen, vor allen Dingen aber auch, um damit Nahrung zu garen und vor allen Dingen Fleisch zu garen, was dann weniger hart war, weniger massiv behandelt werden musste mit den Kiefern. Und von daher hatte das auch Wirkung, dass er nicht mehr so starke Kaumuskeln brauchte auf die Anatomie des Schädels, was wir uns
jetzt noch ansehen werden. Bezogen auf den aufrechten Gang haben wir uns ja schon angesehen, was sich hier anatomisch verändert hat im Rahmen der langsamen Menschwerdung. Und das gucken wir uns jetzt auch an mit Blick auf das Feuer, die Verwendung des Feuers, die Zähmung des Feuers und damit die Erfindung des Kochens. Diese Erfindung hatte nämlich den Effekt, dass wir ein weniger starkes Gebiss brauchen, dadurch, dass der Mensch gelernt hat, dass gegartes Fleisch weniger zäh ist, weniger Einsatz von harter Kieferbepanzerung und von ausgebildeter Kaumuskulatur erfordert. Und das hat sich auch im Gebiss gezeigt. Hier das Menschengebiss, das sehen wir, ist vergleichsweise schwach ausgebildet, ohne verlängerte Eckzähne, während das Schimpansengebiss sehr stark ausgeprägt ist, mit spitzen verlängerten Eckzähnen, so wie man das hier auch im Modell erkennen kann. Die Funktion hatten beim Ergreifen und Töten der Beute, aber auch bei Rangkämpfen und bei der Verteidigung des eigenen Leibes wurden sie als Waffen eingesetzt. Von daher die Zähmung des Feuers, um das Essen zu garen, und gleichzeitig die Erfindung von Speeren, Messern, anderen Werkzeugen, die dann die eigenen Eckzähne langsam ersetzt haben, waren die evolutiven Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass sich unser Gebiss langsam verändert hat. Was wir auch nicht mehr haben, ist dieses eckige Gebiss, was durch die langen Eckzähne natürlich bedingt die einzige Form ist, die stabil ist. Wir haben ein rundes Gebiss und wir haben auch nicht mehr diese Lücke, die ihr hier seht. Das ist die sogenannte Affenlücke, die von daher benötigt wird, damit die Eckzähne beim geschlossenen Kiefer nicht in den eigenen Kiefer hauen, sondern dass sie eine Tasche haben, in der sie entspannt lagern können, wenn der Mund zu ist. Das brauchen wir aufgrund unserer verkürzten Eckzähne auch nicht mehr. Deswegen haben Menschen nicht die sogenannte Affenlücke. Ein angenehmer Nebeneffekt der verkürzten Eckzähne ist ein Effekt, den jeder von euch kennt, der Karneval schon mal als Vampir verkleidet war. Was verlängert mit einem Gebiss mit langen Eckzähnen, die Dinge gut artikulieren kann, als mit einem Gebiss mit kurzen Eckzähnen. Und von daher haben die verkürzten Eckzähne auch einen Effekt gehabt bei der Evolution der fein artikulierten Sprache des Menschen. Die aufkommende Grill- und Kochkultur mit der zarteren Nahrung hat auch dazu geführt, dass sich der sogenannte Jochbogen anatomisch verändern konnte. Der Jochbogen ist Ansatzstelle der Kaumuskulatur, von daher ist er beim Menschen nicht mehr in der Stärke erforderlich gewesen, da wir auch nicht mehr so starke Kaumuskeln brauchten, während er beim Schimpansen sehr stabil ausgebildet ist, damit die Kaumuskulatur dort stabil verankert werden kann, da der Schimpanse als geborener Rohkostler über eine sehr starke Bisskraft verfügen kann, die es ihm ermöglicht, auch rohe Nahrung zu zerkleinern. So viel zur Auswirkung des Kochens auf unsere Anatomie und jetzt gehen wir zurück zum Homo erectus. Homo erectus wurde zwar mit dem Java-Menschen und dem sogenannten Peking-Menschen zuerst in Asien gefunden, evolviert ist er aber in Afrika, vermutlich aus der Linie Homo ergaster, und er ist anschließend ausgewandert nach Asien und Europa. Hier sehen wir es nochmal, wie das rekonstruierterweise sehr wahrscheinlich verlaufen ist. Dass er in Afrika evolvierte, nach Asien und Europa auswanderte, was auch erklärt, dass die Funde hier in Indonesien und in China gemacht werden konnten. Und er hat sich dann aufgespalten in zwei Gruppen weiterer Hominiden. In Europa hat er sich zu Homo neanderthalensis weiterentwickelt.
In Afrika hat er sich zu Homo sapiens weiterentwickelt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der ersten afrikanischen Auswanderungswelle, wo ein Hominide aus Afrika ausgewandert ist, Homo erectus. Wir werden später noch sehen, eine zweite Auswanderungswelle, wenn Homo sapiens seine Reise antritt, von Afrika aus in die Welt. Wir kommen zur nächsten Astgabelung im Stammbusch des Menschen und sind jetzt hier vom Homo erectus ausgehend an dieser Stelle angelangt und damit kommen wir zum nächsten Hominiden, zu Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis, der Star unter den Hominiden, wahrscheinlich kennt jedes paläoanthropologisch interessierte Kindergartenkind das Wort Neandertaler. Und der Fundort war auch hier wieder Namensgeber, nämlich das Neandertal bei Mettmann, wo im Jahr 1856 die Gebeine des Homo neanderthalensis freigelegt wurden. Es war übrigens der erste Fund eines Vormenschen, wie sie auch oft genannt werden, oder eines Hominiden, wie er später genannt wurde, überhaupt. Und mit Blick auf diese Zahl hier, 1856, daraus könnt ihr auch ablesen, dass ja zu dieser Zeit bei The Origin of Species von Darwin noch gar nicht erschienen war. Von daher war das damals unklar, was da überhaupt im Boden lag, ob das ein Vormensch ist oder nicht. Die Frage kam damals gar nicht auf, weil die Evolutionstheorie selbst noch gar nicht formuliert worden ist. Das Alter des Funds wurde auf 230.000 Jahre datiert. Es gibt aber auch jüngere Funde, die nur 30.000 Jahre alt ist. Und das war vermutlich auch die Zeitspanne, in der dann der Neandertaler langsam ausstarb. Kommen wir gleich noch zu, wie das passiert ist. Er war relativ groß mit 1,74 Meter und hatte eine Gehirngröße, die deutlich größer war als die von Homo erectus, nämlich 1500 Kubikzentimeter. Hier seht ihr auch den Körperbau des Neandertalers, hier im Modell angedeutet durch diese Muskelpakete. Er war untersetzt, muskulös, physisch sehr stark und die Reproduktion zeigt, dass er schon vergleichsweise aussieht wie ein heute lebender Mensch, den wir uns jetzt mal hier im Vergleich dazu ansehen können. Was man auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht, diese Skulptur steht im Neandertaler Museum in Mettmann und die steht dort im Foyer. Und bei dieser Skulptur handelt es sich um die gleiche Ursprungsrekonstruktion, nur dass ihm hier die Haare geschnitten wurden und er in zeitgemäße Kleidung gesteckt wurde. Und daran können wir sehen, wie ähnlich uns der Neandertaler tatsächlich war. Nicht nur im Körperbau, sondern auch in den Gesichtszügen. Richtig hergerichtet ist er kaum noch von Homo sapiens zu unterscheiden. Ein weiteres Merkmal, das Homo neanderthalensis auszeichnete, war seine Fähigkeit, komplexere Werkzeuge herzustellen. Nicht nur Faustkeile wie diesen, die ja auch schon von früheren Formen von Hominiden hergestellt werden konnten, sondern auch komplexere Werkzeuge, wie zum Beispiel diese Speerspitze, die gefunden wurde. Und die erfordert natürlich eine gewisse Planung und eine gewisse Entwicklung. Zum anderen aber auch Bearbeitungsmethoden, die andere Hominidenformen so wohl noch nicht zur Verfügung hatten. Aber auch mit Blick auf kulturelle Fähigkeiten hat sich Homo neanderthalensis von früheren Hominidenformen abgehoben. So wurden zum Beispiel auch Musikinstrumente gefunden, zum Beispiel einfache Knochenflöten. Und zum anderen wurden Gräber gefunden. Es gab also Bestattungsrituale bei den Neandertalern. Das konnte festgemacht werden, dass auch Waffen und Schmuck mit in die Gräber gegeben wurde. Und das heißt natürlich, dass Homo neanderthalensis eine Vorstellung eines Lebens nach dem Tod gehabt haben muss,
was natürlich schon eine relativ komplexe mentale Gratwanderung bedeutet, die andere Hominiden wohl in der Form auch noch nicht vollbringen konnten. Bei all diesen evolutiven und kulturellen Neuerungen, die bei Homo Neanderthalensis auftauchten, ist natürlich jetzt die Frage interessant, warum seine Linie vor ungefähr 50.000 Jahren endete, warum er also ausstarb. Da gibt es verschiedene Hypothesen. Eine Hypothese ist zum Beispiel, dass Homo Neanderthalensis von Homo sapiens verdrängt wurde. Für 15.000 Jahre überlappte der Lebensraum von Homo Neanderthalensis mit dem von Homo sapiens, aber dann muss irgendein Faktor dazu geführt haben, dass Homo sapiens Homo Neanderthalensis verdrängt hat, und da wurden verschiedene Gründe für ins Feld geführt. Die erste Hypothese, dass Homo sapiens in kriegerischer Form Homo Neanderthalensis ausgerottet hat, gezielt, geplant und mit böser Absicht. Diese Hypothese ist widerlegt mittlerweile. Es gibt keine Anzeichen auf kriegerische Handlungen zwischen Homo sapiens und Homo Neanderthalensis. Die nächste Hypothese war dann, dass es unter Umständen eine kulturelle Unterlegenheit von Neanderthalensis gegenüber Sapiens gab. Das wurde aber widerlegt durch Werkzeug- und Schmuckfunde, und wie eben schon erwähnt, war es eben so, dass Homo Neanderthalensis ebenso wie Homo sapiens wirklich komplexere Werkzeuge schon produzieren konnte. Deswegen ist diese Theorie sehr wahrscheinlich widerlegt. Die nächste Theorie war, dass es unter Umständen Kommunikationsprobleme gab beim Neanderthalensis, weil er zum Sprechen nicht befähigt war. Und das war dann unter Umständen ein Nachteil gegenüber der Konkurrenz durch Homo sapiens. Das wurde aber auch widerlegt, da ein fossiles Zungenbein gefunden wurde, womit der Beweis erbracht ist, dass zumindest anatomisch Neanderthalensis unter Umständen in der Lage war, zu sprechen. Zum Thema Sprache und deren anatomische Voraussetzungen. Hier seht ihr jetzt keine Abbildung von einem Neanderthalensis und einem Sapiens, sondern die eines Menschenaffen und eines Menschen, weil man hier ganz klar zeigen kann, was wird anatomisch gebraucht, um sprechen zu können. Da seht ihr, dass der Kehlkopf natürlich das entscheidende Organ ist. Und hier ist die Lage des Kehlkopfes entscheidend. Beim Menschenaffen liegt er relativ weit oben im Rachen. Beim Menschen ist er deutlich abgesenkt. Und ihr seht hier, wo der Kehldeckel liegt. Der liegt hier relativ weit oben, hier ziemlich tief. Und das bedeutet, dass der Schimpanse weniger Freiraum hat, weniger Resonanzraum, der Luft enthält, die schwingen kann, was ja akustisch gesehen die Voraussetzung dafür ist, Töne zu erzeugen. Und dieser Raum hier ist viel enger als beim Menschen und deswegen entfällt die Fähigkeit des Schimpansen, sprechen zu können. Eine kleine Sache noch, die auch wieder im Prinzip mit der biogenetischen Regel von Haeckel fast zu erklären wäre. Die Lage des Kehldeckels ist beim Säugling des Menschen ähnlich wie hier bei dem Affen. Er liegt weiter oben und deswegen können Säuglinge atmen und trinken gleichzeitig. Während sie trinken, können Sie den Kehldeckel verschließen, sodass die Speiseröhre offen bleibt, aber der Nasenraum hin zur Luftröhre auch abgetrennt offen bleibt. Und deswegen können Säuglinge atmen und trinken gleichzeitig. Wir als Erwachsene oder nicht mehr Säuglinge können das nicht, weil bei uns es so ist, wenn der Kehldeckel zu ist, können wir entweder nur die Nase oder den Mund-Nasenraum zur Luftröhre hin öffnen oder den Mundraum zur Speiseröhre hin öffnen. Und deswegen können wir eben nicht gleichzeitig atmen
und essen oder trinken, weil eine der beiden Röhren hier jeweils durch den Kehldeckel verschlossen ist. Zurück zum fossilen Neandertaler-Stimmbein. Das ist dieser kleine Knochen hier. Der ist nicht mit dem restlichen Skelett über Gelenke verbunden, sondern ist nur über Bindegewebsstränge verbunden. Deswegen fehlt er auch bei den meisten Anschauungsobjekten von Skeletten. Aber dieses Stimmbein und die Größe ließ den Rückschluss zu, dass unter Umständen der Neandertaler tatsächlich sprechen konnte, weil er zumindest anatomisch ausreichend viel Resonanzraum in seinem Rachenraum zur Verfügung hatte, um Klänge, die Sprache ermöglichen, zu erzeugen. So bleibt die Verdrängungshypothese der sozialen Organisation. Homo sapiens hat sehr wahrscheinlich aktiv Handel betrieben und von daher stand ihm ein großer Pool an Ressourcen zur Verfügung. Und er war spezialisiert. So war es so, dass es in Homo sapiens Populationen gute Jäger gab und gute Werkzeugmacher, und so haben dann zum Beispiel die besten Jäger, die besten Speermacher mit Fleisch versorgt, und diese Spezialisierung hat dann den Kampf um die Ressourcen unter Umständen entscheidend beeinflusst, da der Homo neanderthalensis vermutlich als Generalist aktiv war. Das bedeutet, er hatte keine spezialisierten Fachleute für bestimmte Aufgaben und war deswegen sehr wahrscheinlich im Kampf um Ressourcen unterlegen. Das Ganze hat unter Umständen dazu geführt, dass die Homo neanderthalensis Population kleiner wurde, in sich zersplittert wurde, sodass es irgendwann zu einer genetischen Verarmung kam einzelner Populationen, und von daher hat es unter Umständen einen Flaschenhalseffekt gegeben oder mehrere parallel stattfindende Flaschenhalseffekte, die dann die Population von Homo neanderthalensis insgesamt zum Zusammenbruch gebracht hat. Eine weitere stark umstrittene Frage ist, ob es Paarungen zwischen Homo sapiens und Homo neanderthalensis gab und damit einhergehend einen Genfluss. Sie haben ja 15.000 Jahre lang nebeneinander existiert, auch tatsächlich räumlich und nicht nur zeitlich nebeneinander. Und sie waren sehr nah miteinander verwandt. Das heißt, genetisch hätte es möglich sein können, dass es zu Paarungen und auch zu fruchtbaren Nachkommen hätte kommen können. Aber neuere Analysen von ADNA, Ancient DNA, also alte DNA, die scheinen frühere Vermutungen, die davon ausgegangen sind, dass es zu Paarungen und Genfluss kam, widerlegt. Was nicht heißt, dass bei neuen Untersuchungen in der Zukunft dann doch wieder andere Erkenntnisse gemacht werden, dass es vielleicht doch so gewesen ist, dass wir uns gepaart haben. Das bleibt spannend zu beobachten. Wir kommen zur letzten Station unserer Reise, von den ersten Australopithekinen zum Homo sapiens. Homo sapiens, der weise Mensch. Die ersten fossilen Nachweise seines Auftretens wurden gefunden 1868 in Cro-Magnon, deswegen spricht man zum Teil auch vom Cro-Magnon-Mensch. So sah der Schädel aus, so die Rekonstruktion. Natürlich nochmal der Hinweis, das ist alles total spekulativ. Er kann auch vollkommen anders ausgesehen haben. Fakt ist nur, er sah aus wie ein Mensch, der heute geboren wird, da er zur Art gehört, die heute geboren wird, nämlich Homo sapiens. Der Fund selber wurde auf ein Alter von 30.000 Jahren datiert. Und die Menschen waren schon relativ groß mit 1,70 Meter. Das Gehirn hatte eine Größe von 1300 Kubikzentimeter. Und auch hier gibt es wieder einige anatomische Merkmale. Die Homo sapiens, hier seht ihr ihn im Modell, von Homo neanderthalensis unterscheiden.
Generell war ja der Neandertaler kleiner, gedrungener, muskulöser, stabiler gebaut als Homo sapiens. Und das zeigt sich auch im Knochenbau. So hatte Homo sapiens prinzipiell grazilere Knochen aufgrund der weniger gedrungenen Körperstatur. Darüber hinaus zeigt er im Gegensatz zu den Neandertalern ein ausgeprägtes Kinn. Wenn ich jetzt nochmal den Schädel des Neandertalers gegenüberstelle, da seht ihr hier, dass der Neandertaler ein sogenanntes fliehendes Kinn hatte. Also keine Kinnpartie, die nach vorne wegsteht. Das ist bei Homo sapiens erstmals aufgetreten, dieses Merkmal. Und wir sehen, dass er eine hohe Stirn hatte und keine fliehende Stirn wie der Neandertaler. Und diese hohe Stirn ist natürlich von daher benötigt worden, evolutiv, da er Platz haben muss für das 1300 Kubikzentimeter große Gehirn. Von daher die hohe Stirn eine Anpassung an den benötigten Platz im Schädel. Wenn wir uns den Schädel oberhalb der Augen ansehen, dann fällt uns noch ein Novum auf bei Homo sapiens. Er zeigt nämlich keine Überaugenwülste. Diese Verdickungen des Schädels oberhalb der Augen wurde lange Zeit biomechanisch gedeutet als stabilitätssteigernde Konstruktion. Es wurde aber herausgefunden, dass der Verlust der Überaugenwülste die Fähigkeit gebracht hat, dass der Homo sapiens seine Augenbrauen bewegen konnte. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist jetzt der große Selektionsvorteil, wenn man die Augenbrauen bewegen kann? Das hat bei der Kommunikation ganz große Bedeutung, da wir über die Bewegung von Augenbrauen unserem Gegenüber Emotionen darstellen können und auch Einschätzungen des Gegenübers preisgeben können. So können wir zum Beispiel nur durch die Bewegung der Augenbrauen unserem Gegenüber klar machen, ob wir Angst haben, ob wir uns wundern, ob wir wütend sind oder ob wir überrascht sind. Das, was ihr hier in den Strichzeichnungen seht, zeigt, wie stark wir reagieren auf die Bewegung der Augenbrauen, ermöglicht durch den Verlust der Überaugenwülste. Was jetzt noch zu den frühen Funden des Homo sapiens gesagt werden muss, dass parallel zu den Fossilien auch Höhlenmalereien entdeckt wurden. Diese typischen Darstellungen von Jagdszenen. Und das ist auch ein Novum, das bei Homo sapiens das erste Mal auftrat, dass er tatsächlich abstrahieren konnte und wirklich Kunst im wahrsten Sinne des Wortes erschaffen konnte, indem er Bilder an die Wand malte, um Jagdszenen darzustellen. Das hatte vermutlich nicht dekorativen Charakter, sondern war im Prinzip ein an die Wand gepinseltes Lehrbuch, weil damit Jagdmethoden erklärt werden konnten anhand von Abbildungen. Also das, was ich gerade hier mit euch mache, ich erkläre euch die Besonderheiten von Homo sapiens anhand von Abbildungen. Das ist eine Besonderheit, die hier mit den Höhlenmalereien des frühen Homo sapiens ihren Anfang nahm. Damit sind wir jetzt einmal durch unseren Stammbaum gewandert, von der Abzweigung der Hominidenlinie von unseren rezenten effigen Verwandten bis hin zum Homo sapiens. Und ich hatte ja schon mehrfach gesagt, dass das hier eine leicht vereinfachte Darstellung ist. Vereinfachte Darstellung von daher, dass hier nicht alle bisher gemachten Funde integriert wurden. Wenn ihr euch jetzt diese Abbildung hier abseht, seht ihr, dass dort einige Arten vermerkt sind, die wir jetzt nicht besprochen haben. Wie hier zum Beispiel ältere Funde Sahelanthropus ororin, die in die verwandtschaftliche Nähe des Australopithecus gesetzt werden. Wir sehen aber auch hier noch einige Funde, die wir nicht thematisiert haben, weil sie auch nicht in der direkten Ahnenreihe des Homo sapiens stehen. Ich würde gerne noch eine Art aber vorstellen, die hier oben steht. Ihr seht nämlich mit Blick auf die Zeitachse,
dass das natürlich unsere zeitlich nächsten Verwandten hier waren, Neanderthalensis, mit dem wir eine Zeit lang koexistiert haben. Aber es wurde ein Fund gemacht, der auch rezent mit uns gelebt hat. Und das war Homo floresiensis. Homo floresiensis wurde erst 2003 gefunden, und zwar auf der Insel Flores, eine indonesische Insel, deswegen auch der Name. Und er ist 18.000 Jahre alt, das. Und das Fossil wurde auf ein Alter von lediglich 18.000 Jahren datiert. Das bedeutet, er ist wirklich der letzte Verwandte unter den Hominiden, der neben uns Homo sapiens noch existiert hat. Das Besondere bei Homo floresiensis ist, er war sehr klein. Nur 97 cm war er groß und auch sein Gehirn war sehr klein mit nur 426 Kubikzentimeter. Ansonsten waren seine Merkmale im anatomischen Sinne modern. Dieser Schädel hier ist kaum von einem Homo sapiens Schädel zu unterscheiden, außer in der Größe. Von daher wurde anfangs gedacht, dass es unter Umständen auch nur die Überreste eines verstorbenen Kindes sein könnten, die dort gefunden wurden. Aber es wurde herausgefunden aufgrund von Knochenfugenvermessungen, dass diese kleinen Menschen tatsächlich ausgewachsen waren, also keine Kinder. Hier die Rekonstruktion sieht jetzt ein bisschen fabelwesenartig aus und Fabelwesen haben diesem Fund auch den Spitznamen gegeben. Dieser Fund ist nämlich als Hobbit in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen. Aufgrund der Größe, Hobbits sind ja klein, und aufgrund der Behaarung, Hobbits haben ja bekanntlich stark behaarte Füße, aufgrund dieser Tatsachen wurde er so genannt. Und er war klein bei gleichzeitig modern anmutendem Körperbau. Und das führt die Wissenschaft zurück auf einen Effekt, den man Inselverzwergung nennt. Inselverzwergung bedeutet, dass auf Inseln mit begrenzten Nahrungsmittelressourcen kleinere Phänotypen in der Selektion begünstigt werden gegenüber größeren Phänotypen. Und aufgrund dieses Selektionsdruckes könnte es sich ereignet haben, dass sich diese kleine Körpergröße von Homo floresiensis etabliert hat. Hier seht ihr noch einmal im Größenvergleich einen rezent lebenden Homo sapiens, daneben einen Homo floresiensis, einen asiatischen Elefanten und daneben ein Stegodon. Auch Stegodons haben das Prinzip der Inselverzwergung in ihrer Entwicklung durchlaufen und sie waren kleine Elefanten. Kaum Schulterhöhe eines Menschen haben sie erreicht und Homo floresiensis hat hauptsächlich von der Jagd auf Stegodons gelebt und hat seine Körper als Ressource genutzt. Heute wäre Stegodon sicherlich ein beliebtes Haustier, so ein kleiner Elefant im Vorgarten, aber leider ist auch Stegodon ausgestorben. Der fossile Fund des Homo floresiensis ist erst 18.000 Jahre alt, das heißt, er ist frühestens vor 18.000 Jahren ausgestorben, hat also lange Zeit mit uns zusammen gelebt. Es gibt sogar Gerüchte und Legenden, dass Homo floresiensis bis in historische Zeit mit Homo sapiens zusammengelebt hat. Und diese Legende ist die sogenannte Ibu-Gogo-Legende, die sich von Nachbarn und Nachbarinseln der Insel Flores erzählt wird. Demnach haben die kleinen Menschen, Ibu-Gogos genannt, noch gelebt bis in kürzeste historische Zeit. Das heißt, es gibt Geschichten, dass es kleine Menschen auf der Nachbarinsel gab, mit denen sich die Menschen nicht verständigen konnten, die seltsam vor sich hingebrabbelt haben und die ihnen zum Teil die Ernte von den Feldern geklaut haben.
Wann genau die Ebu-Gogos dann tatsächlich die Bildfläche geräumt haben und verschwunden sind, das geht aus den Legenden nicht hervor. Aber es ist tatsächlich zu vermuten, dass Homo floresiensis deutlich später als vor 18.000 Jahren erst ausgestorben ist. Eine spannende Geschichte, bleibt abzuwarten, was da noch rauskommt und inwiefern die Ibogogo-Legende damit tatsächlich wissenschaftlich untermauert wird. Bisher haben wir nur geklärt, wie Homo sapiens sehr wahrscheinlich evolviert ist, haben aber noch nicht geklärt, wie er der Alleinherrscher der Welt werden konnte. Dazu ist zu sagen, dass die Herkunft des Homo sapiens traditionell umstritten ist. Es gibt da zwei Lager. Das erste Lager von Wissenschaftlern vertritt die sogenannte Out-of-Africa-Hypothese. Die besagt, dass sich Homo sapiens in Afrika aus Homo erectus heraus entwickelt hat. Und vor 100.000 Jahren hat er dann damit begonnen, in mehreren Auswanderungswellen die regionalen Populationen des Homo erectus weltweit zu ersetzen. Diese Auswanderungswellen können wir uns folgendermaßen vorstellen. Die Zahlen geben jeweils an, wie lange das Ereignis her ist. Und da sehen wir, dass vor 200.000 Jahren Homo sapiens in Afrika evolviert ist, aus Homo erectus. Und dann ist er eingewandert zuerst in den asiatischen Bereich, später dann auch nach Europa abgebogen und er ist weitergewandert über Südasien bis hin nach Australien. Dann ist er irgendwann auch nach Amerika eingewandert, vor geschätzt 40.000 Jahren. Das ging deswegen, weil die Beringstraße zeitweise trocken gefallen war durch starke Vergletscherung und Absinken des Meeresspiegels. Und dann konnte er trockenen Fußes nach Amerika einwandern, hat dann Amerika von Norden nach Süden hin sich erschlossen. Und die letzte Region, die weltweit überhaupt von Homo sapiens besiedelt wurde, ist sehr wahrscheinlich die Südspitze Südamerikas, wo die ersten Zeugen menschlichen Lebens erst vor 14.000 Jahren vermutet werden. Dass er die lokalen Populationen von Homo erectus ersetzt hat, heißt dabei, dass er die Homo erectus Population sehr wahrscheinlich durch Konkurrenz so weit bedrängt hat, dass er sie zum Aussterben genötigt hat und hat dann deren ökologische Nischen, deren Lebensräume übernommen. In Lehrbüchern wird die Out-of-Africa-Hypothese meistens so dargestellt. Wir sehen auch hier, dass in Afrika aus Homo erectus Homo sapiens evolviert ist. Die anderen Entwicklungsstufen, die aus Homo erectus hervorgegangen sind, sind ausgestorben, deren Wege enden hier. Und Homo sapiens ist dann aus Afrika ausgewandert in die Regionen der Welt und hat nach und nach die Welt besiedelt und Homo erectus verdrängt. Der mit der Out-of-Africa-Hypothese konkurrierende Erklärungsansatz ist die multiregionale Hypothese. Die besagt, dass Homo sapiens sich in mehreren Regionen der Welt parallel aus Homo erectus heraus entwickelt hat. Dass trotzdem alle Menschen ziemlich ähnlich aussehen, erklärt diese Hypothese damit, dass sich durch stattfindende Paarungsprozesse unter ständigen Genfluss sich die einzelnen Menschenarten anschließend genetisch homogenisiert haben. Durch permanente Fortpflanzung und permanente Genvermischung ist also dazu gekommen ist, dass es trotzdem heute einen genetisch weitestgehend einheitlichen Homo sapiens gibt. Das wird dann in Lehrbüchern meistens so dargestellt. Homo erectus hat sich an verschiedenen Orten der Welt, an vielen Regionen, multiregional, zu Homo sapiens entwickelt und durch Interbreeding, das heißt durch Kreuzung und genetische Durchmischung, hat sich die einheitliche Form des Homo sapiens durchgesetzt. Zum direkten grafischen Vergleich hier nochmal die Out-of-Africa-Hypothese.
Und da sehen wir auch den Unterschied. Multiregionale Entstehung des Homo sapiens an vielen Orten und out of Africa Ursprung des Homo sapiens. Nur in Afrika ist er evolviert und ist dann out of Africa eingewandert in die einzelnen Erdteile. Zur Klärung der Frage, welche dieser beiden Hypothesen der Wahrheit am nächsten kommt, wurden weltweite Analysen mitochondrialer DNA angestellt, sogenannter mtDNA. Mitochondriale DNA deswegen, das wird bei Stammbäumen oft verwendet, weil die wird nur mütterlicherseits weitergegeben. Nur Eizellen enthalten nämlich Mitochondrien, Spermien enthalten auch Mitochondrien, aber wenn das Spermium an die Eizelle andockt, wird nur die DNA injiziert, der Rest des Spermiums fällt ab und wird nicht Teil des Embryos. Von daher sind alle Mitochondrien, die wir haben, von unserer Mutter und deswegen wird auch nur die mütterliche mitochondriale DNA weitergegeben. Von daher eignet sich die mtDNA für saubere Herkunftsanalysen. Hier eine grafisch stark vereinfachte Darstellung, wie mitochondriale DNA sich weltweit unterscheidet. Und da können wir sehen, dass diese Symbole sollen für Unterschiede in der mitochondrialen DNA stehen. Das ist eine Zeitachse und je mehr Zeit vergeht von einer Generation zur nächsten, können sich mehr Mutationen in der mitochondrialen DNA ergeben und so ergeben sich dann auch hier mehr Varianten, dargestellt durch eine größere Zahl von Symbolen. Diese Symbole hier zum Beispiel sehen wir hier unten noch nicht. Das heißt, diese Mutationen haben wir in der Population noch nicht gehabt. Das bedeutet, mit der Zeit wird die genetische Variabilität in einer Population größer durch Mutationen. Wenn es jetzt aber dazu kommt, dass ein Teil der Population auswandert, dann wird natürlich die genetische Variation kleiner. Wir haben also im Prinzip hier jedes Mal so etwas wie einen Gründereffekt. Ein Teil der Population und damit ein Teil der mitochondrialen Gene und der mitochondrialen DNA wandert aus und damit ist die Variabilität hier geringer. Mit der Zeit ist es aber auch so, dass wenn diese Population jetzt hier an einem Ort bleibt, können sich auch wieder mehr Mutationen ergeben und dann erhöht sich hier auch wieder die Vielfalt. Hier, ne, dieses Symbol haben wir hier unten nicht, das heißt durch Mutationen ergibt sich hier wieder mehr Variation. Kommt es aber wieder zu einem weiteren Auswandereffekt, haben wir hier wieder einen Gründereffekt und die genetische Variabilität nimmt weiter ab. Soweit im Modell, wie man sich das vorstellen kann, wie die Auswanderungsprozesse die Variabilität verändern und wie das lange Verharren an einem Ort die Variabilität verändert. In dem Fall wird sie nämlich erhöht. Und das können wir uns jetzt wieder vorstellen, auf die Wanderung der Menschheit bezogen, unter der Annahme, dass die Out-of-Africa-Hypothese wahr ist. Und dann ist es tatsächlich so, dass gemessen werden konnte, dass die genetische Variabilität in der mitochondrialen DNA in Afrika am höchsten ist und in Südamerika am geringsten. Und das deckt sich mit dieser Annahme, dass die afrikanischen Populationen schon sehr lange am gleichen Ort sind, viele Mutationen anreichern konnten, während die südamerikanischen Populationen durch viele Auswanderungsprozesse genetisch sehr viel stärker einheitlich sind. Von daher können wir sagen, dass die Analyse mitochondrialer DNA die Out-of-Africa-Hypothese stützt. Deswegen gehen auch die meisten Anthropologen heute davon aus, dass die Wiege des Homo sapiens in Afrika steht. Bei allen Diskussionen ist eine Sache aber definitiv klar. Homo sapiens trat vor 200.000 Jahren erstmals auf und ist die einzige Spezies der Gattung Homo, die bis heute überlebt hat.
Zum Abschluss dieser Betrachtung der menschlichen Evolution noch ein Thema, das viele Wissenschaftler im 19., vor allen Dingen aber auch leider im 20. Jahrhundert beschäftigt hat. Das war nämlich der Aspekt der sogenannten Menschenrassen. Da war es so, dass im 20. Jahrhundert, als diese Forschungsrichtung ihre Blüte erlebte, dass da Rassensystematiker bis zu 200 Menschenrassen unterschieden. So hat zum Beispiel ein Dr. Hans Günther die kleine Rassenkunde des deutschen Volkes 1927 rausgebracht und hat in diesem Buch unterschieden zum Beispiel zwischen dem Südtiroler Typ, ostisch denarisch oder dem Marienburger Typ in Westpreußen oder hier auch der badische Typ ostisch und hat all diesen jeweiligen Populationen bestimmte anatomische Merkmale zugeordnet, wie zum Beispiel der typische Schweizer, nordisch und dinarischer Einschlag wurde ihm nachgewiesen. Also es war eine Wissenschaft, die sich als solche verstand und die auch konsensuell Bestand hatte. So waren sich die Wissenschaftler zumindest einig darüber, dass es drei sogenannte Großrassen geben soll. Das waren zum einen die Europiden, weiße Menschen europäischer Herkunft, dann die Mongoliden, gelbe Menschen asiatischer Herkunft und die Negriden, definiert als schwarze, in Anführungszeichen natürlich jeweils Menschen afrikanischer Herkunft. Soweit der Wissensstand und der Glaubensstand in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, beziehungsweise leider muss man sagen, noch bis in weite Teile der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein, wurde diese Unterteilung so vorgenommen. Steht auch noch in vielen Lehrbüchern drin, die teilweise sogar noch in Schulen verwendet werden. Aber das können wir alles wegschmeißen, indem wir uns ansehen, wie überhaupt der Begriff Rasse definiert ist. In der Biologie ist er nämlich gar nicht definiert, außer in der landwirtschaftlichen Tier- und Pflanzenzucht. Da ist nämlich eine Rasse definiert als eine Gruppe von Individuen, die einander aufgrund ihrer gemeinsamen Zuchtgeschichte und ihres Aussehens, aber auch wegen bestimmter Merkmale weitgehend gleichen. Das heißt, man kann von einer Rasse sprechen, wenn man eine bestimmte Sorte von Blumenkohl von einer anderen unterscheiden will oder eine bestimmte Hühnerrasse, die eine bestimmte Form von Eiern legt, von einer anderen trennen möchte. Aber beim Menschen ist dieser Begriff Rasse definitiv nicht angebracht. Vor allen Dingen, wenn wir das Ganze auch noch molekularbiologisch unterfüttern. Da ist es nämlich so, dass die genetischen Unterschiede innerhalb einer menschlichen Population, also eines Kontinents oder eines Kulturkreises, größer sind als die genetischen Unterschiede zwischen einzelnen Populationen. Das bedeutet, wir sind innerhalb unserer Gruppe genetisch unterscheidbarer, als wir uns von anderen Gruppen unterscheiden. Und das zeigt, dass Rassen in Bezug auf den Menschen oder überhaupt in Bezug auf natürliche Systematik nichts im Sprachgebrauch und nichts in der Denkweise verloren haben. Daher gehört der Begriff Menschenrassen definitiv auf den Mülleimer der Wissenschaftsgeschichte. Und hiermit endet unsere Reise durch die Geschichte des Lebens. Ich hoffe, dass euch die Videos dabei geholfen haben, die Dinge zu verstehen. Und es bleibt mir jetzt nur, euch viel Spaß beim Lernen zu wünschen und vor allen Dingen viel Erfolg für euer Abi.